Sascha, unsympathisch, natürlich, klar. Da schauen wir doch mal direkt vorbei. Toilettenpapier 200 Euro Verhandlungsbasis. Meldet euch gerne, ich habe 20 Rollen. Bei mir im Büro, nicht wegen mir. Heute ist endlich soweit, heute hat mir Luca mal wieder Sascha, ganz kurz, an der Stelle, riesiges Dankeschön, dass du meine Zuschauer alle taub gemacht hast. Das ist super nice, Dankeschön, Bro. Vielleicht ein bisschen lauter noch am Anfang schreien. Noch vorbereitet. Was ist da passiert, Alter? Was ist, Moment, stopp. Aber nicht irgendwelche Jodelbeiträge, sondern Corona-Jodelbeiträge. Oh, scheiße, das Video wird nicht monetarisiert, Sascha, kannst du aber für... Oh mein Gott, yeah! Das heißt... Bares für Rares, Alter, man kennt es, wenn Horst Lichter sich über die zwei Flaschen Sterilium und das Klopapier freundet. Man kennt ihn, ne? Man kennt ihn. Das heutige Video wird nur gefüllt sein mit Corona-Beiträgen. Unglaublich guter Joke, Sascha. Unglaublich guter Joke. Soak. Ich würde sagen, erster Jodelbeitrag. Let's go. Kids 2020, be like. Mama, gehen wir noch zu McDonald's? Nein, Kind, wir haben noch 50 Dosen grüne Bohnen mit Möhrchen daheim. So ist es. Und da gehen Grüße raus an alle, die Hamster-Einkäufe tätigen. Wirklich Dankeschön, dass ich keine Chance mehr habe, Toilettenpapier zu erwerben. Ich verstehe euch alle nicht. Malaka, da oben ist ein ganzes Regal voller feuchtem Toilettenpapier. Hat euer Arsch noch nie im Leben feuchtes Toilettenpapier wahrgenommen? Ich sage euch eins, es ist schlecht für die Klärwerke und für die Umwelt, aber es ist ein Segen für das eigene Arschloch. Es ist ein Segen für das eigene Arschloch und man sollte gerade seinem Arsch, wenn man die Möglichkeit hat, mal was Gutes zu tun, da oben sind ganz, ganz viele. Wenn ihr Toilettenpapier zum Wichsen braucht, Lifehack von Montana Black, wichst in eure Socken oder weiß ich was, Digga. Nehmt feuchtes Toilettenpapier. Das ist genauso, wie nur Weizenprodukte gekauft werden, aber Vollkornnudeln sind ja noch da, weil die kann man ja nicht essen. Oder das komplette Regal mit vegetarischen Sachen ist noch gefüllt, aber alles, wo Hühnchen 30 Cent draufsteht, kauft man. Diese Menschheit hat den... Ich sag's nicht. Ich halt mich zurück. Ja! Yeah! Kaufen! Nein! Kaufen! 3 von 10, Feuchttoilettenpapier. Muss man machen. Grüße gehen raus an den Herrn, dem heute sein Lutscher in der U-Bahn heruntergefallen ist, er ihn einfach wieder aufgehoben hat und in den Mund gesteckt hat. Vor dir hat selbst Corona Angst. Junge, Alter, was zum Teufel? Manche Leute schrecken vor gar nichts zurück. Die Kassiererin. Perfekt. Dann fragt die Frau vor mir: Na Heike, heute einen Sack Kartoffeln mehr? Hast du Angst vor Corona? Die Frau: Nee, die Schwiegereltern kommen. Das ist schlimmer als Corona. Oh. No front. Bei den ganzen Corona-Fans stellt sich mir jetzt nur eine Frage: Lebt denn der alte Hans Michel noch? Ich denke nicht. Ja! Corona, Alter, kommt, Sascha. Und geht. Ganz wichtig. Desinfiziere mir im Bus die Hände. Teenager, du solltest auch eine Gesichtsmaske tragen. Ich, das hilft nicht gegen Ansteckung. Er, aber du bist hässlich. Aua. Harry Potter is dead. I doubt it. You're a wizard. Der Gefangene von Alabama, Junge. Oh, shit. Tinder-Date. Sie: Hey, wegen Corona würde ich gerne auf Hände schütteln oder umarmen verzichten. Ich: Hey, ja klar, kein Ding. 2 Stunden später, auch sie: Wir brauchen kein Kondom, ich nehme die Pille. Perfekt an der Stelle. Genau das habe ich jetzt bei Tinder auch schon mitbekommen. Ich habe gesagt, du, es ist momentan schwierig, treffen will ich mich gerade nicht. Wir können doch verhüten. Das hilft uns auch nicht. Meine Kinder später fragen, wie 2020 war. Yeah. Ich bin reich! Wenn ich so ist es. Corona bekomme, besuche ich erstmal das Finanzamt. Die wollen sonst auch immer die Hälfte abhaben. Wenn das Virus erstmal da ist, fragt man sich... Oh, damn, der arme KS. Natürlich, Wuhan hat gelegen. Wuhan hat gelegen. Wuhan hat gelegen. Krombacher, wie das Land... So, das Paulaner. Der Semester. Perfekt. Sascha, Junge, was ihr. Diese Videos, diese. Digga. Der Start in Bayern und Baden-Württemberg verschiebt sich, aber. Sorry. Alle spielen im Garten, außer Mona. Die hat Corona, ja, lustig. Ach. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, um diese Packung Nudeln zu gewinnen. Alter.
Ich will sie haben. Du jetzt einfach nur einen Kommentar unter diesem Video dalassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich dalassen. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt. What the fuck? Oh mein Gott, das ist nicht real, oder? Heute ist... Junge, ist das dumm. Ist das dumm. Ich lutsche 5 Schwänze für Nudeln. Bro, du kannst doch einfach einen Schwanz für eine Nudel lutschen. Gut, an der Stelle bin ich da noch raus. Schön, dass wir das jetzt hier hinter uns gebracht haben, Leute.